Hallo, was machen Sachen? Ja, auf Twitch war ich zusammen mit Luna in Roblox unterwegs und dort haben uns ein paar Spiele angesehen, unter anderem das Spiel Doors. Das ist auch das, was ihr in dem Video sehen werdet. Nicht, dass ihr euch wundert, in der ersten Runde war ich noch alleine, dort habe ich noch auf Luna gewartet. Sie stößt dann später hinzu und danach sind wir dann zu zweit unterwegs. Und somit wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem ersten Part Doors von mir und Luna. Oh no, Audio Clues, da bin ich ja sowas von schlecht drin. Also 1, 3, 4. Also wie viele Spieler oder wie? Jetzt hier. Ich spiele alleine. Erst mal gucken, was ich eigentlich tun muss. Schaukelt ganz schön. Okay. Regnet ganz schön heftig. Crouch, kann ich durch? Okay. Was muss ich eigentlich tun? Muss ich irgendwas sammeln? Ich habe eins Schlüssel. Den halte ich auch nur so irgendwie ein bisschen nebensächlich fest. Ich habe irgendwie jetzt auch einen Arm mehr gekriegt. Boah, das Schaukeln macht mich fertig. Also hold, ja. Jetzt. Ist das ein Escape Room oder so? Ja, das ist hier zwei, da habe ich keinen Schlüssel. Ah, Kugel geht, die geht so auf. Die drei auch? Ja. Okay. Kann ich. Ah, einfach geradeaus laufen, dann kann man raus. Ja, spannend, was hier für Monster gibt. Irgendwas scheint ja hier zu sein. Man kann sich verstecken. Aber bis jetzt habe ich schon nichts gesehen. Das Wackeln ist echt heftig irritierend. Pfosten. Wer stellt hier einen Pfosten hin mitten in den Raum? Irgendwo da mal am Rand vom Raum. War schon bei 7. Hab nicht mitgezählt. Hat auch irgendwie was von, oh, wie hieß dieses Spookies Mansion auf Jumpscares oder so. Ist auch rein gar nichts. Wait. Wo geht's weiter? Okay. Okay, wir haben. Ah, hi! Ich gucke mir gerade das Doors an. Das scheint, falls ihr das was sagt, Spookies Menschen auf Jumpscares sowas in die Richtung zu sein. Man muss sie Okay, einfach also doch durch. was Gruseliges. Ja, es gibt Jumpscares, also man rennt durch. Bis jetzt ist halt noch nicht so viel passiert. Mich hat irgendwas angeschrien und umrennen wollen. Muss ich durch die 12 oder? Nee, ich kam durch die 12, glaube ich. Ja, ich kam durch die 12, ich brauche die 13. Ich habe was angeschrien und umgerannt. Klingt so wie ein normaler Tag in der Karlsruher Innenstadt. Ja. Oder es wollte mich umrennen. Ich habe mich im Schrank versteckt. Das hat funktioniert. Aber ich finde die Tür 13 nicht. Oh, hier ist noch ein Spind.
Ich habe noch mehr dieses Klatschspiel, wo wir uns gegenseitig Backpfeifen geben, gefunden. Oder hast du was gefunden zum Spielen? Ich habe gerade eben noch telefoniert. Ich gucke aber gleich noch mal danach. Also ich finde bestimmt Ja, irgendwas. Bennett, mache ich hier ein bisschen weiter. Wenn wir so gar nichts finden, würde ich halt gerne wieder Demon Slayer spielen. Ich habe jetzt endlich meinen Charakter freigeschaltet, wenn man ihn spielen will. Hier Fässer und noch mehr Fässer. Oh, von hinten her komme ich nicht rein. Oh, hier ist ein Hebel. Drüber den Hebel, gucken, was passiert. Ist hier was? Ah, ne, es glitzert nur. Was macht der Hebel? Ich hoffe, der macht Sachen auf, wo ich jetzt durchgehen kann. Ja, okay, er hat irgendwie. Oder er hat mir jetzt gerade was versperrt. Was macht der Hebel? Was hat sich verändert? Kann ich jetzt umlegen? Kann ich nicht. Okay. Schon mehr Hebel finden? Anscheinend. Oder kann ich durch die Wand einfach laufen? Oder habe ich oben was verändert vielleicht? Ich habe gerade versucht, hier zu joinen, aber irgendwie bin ich jetzt in einem Raum gelandet mit ganz vielen anderen. Ja. Ja, das dann, warte mal, da müsst, warte mal, ich folge den Raum noch, weil das, du kannst dann auch suchen, ob du einzeln zu zweit, zu dritt oder so spielen kannst. Wenn ich, komm noch Ich habe mal. gerade gesehen, wie mein Charakter aussieht. Scheiße. Warte mal. Du bist aktuell drinne. Dann komme ich zu dir und dann gehen wir zu zweit in einen Raum. Also, ja, dein Charakter ist nämlich schnell immer mal kaputt bei so Welten. Ja, da habe ich ein Talent dafür. Na ja gut, der ist einfach zu detailliert, das schafft Roblox einfach nicht. Bei größeren Welten. So. Ich bin bei dem Fahrstuhl, wo so 02 steht. Da stehe ich gerade vor. Wo bist du denn? nur Da, zwei, warte mal. hier. Ja. Ah, da ist gerade einer reingegangen. Geh raus. Geh weg. Komm schnell. Haha. Du darfst nicht mitspielen. Wir sind noch ein bisschen. Okay, ich bin ein bisschen gemein. So, wir müssen einfach, so wie es aussieht, einfach nur die nächsten Türen finden. Bis jetzt wollte mich nur irgendwas umrennen. Wenn du Wie Geräusche das hörst, einfach im Tor? Schrank verstecken. Wenn es zu schlimm wird, gehen wir einfach raus. Hier, warte mal. Oh lol! Ich muss dann. Was ist dir passiert? Ist noch schlimmer als vorher, oder was? Ja, du bist richtig wach geworden hier. Warte mal, ich kann mal einen Screenshot nochmal machen. Ich seh's bei dir Ah, gerade. da hier, oder? Hier. Warte mal. Leoide? Fragezeichen? Bin ich auch so wach? Nee, du bist ganz normal. Ja. Oh, das sieht so gut aus. Okay, ich hole den ersten Schlüssel. Ich glaube, den muss nur einer holen. Gehe hier durch. Aber lustig ist, wenn ich irgendwas festhalte, habe ich irgendwie Hände mehr. Ich halte das mit meinem Mantel fest, aber habe noch eine extra Irgendwie, Hand. ja, ich seh's, ich seh's. Ich bin, keine Ahnung, ich habe auf einmal mehr. Also wenn du irgendwas fährst, du kannst an die Schränke gehen und dich drin verstecken. Und wenn du nun mal weiterläufst, gehst du wieder raus. Nach vorne drücken, Pfeiltaste nach vorne oder W. Da kannst du wieder raus. Wir müssen jetzt halt einfach die Türen nachgehen. Es ist im Prinzip einfach. Es gibt, soweit ich gesehen habe, auch immer nur die eine richtige Tür, die aufgeht. Okay. Also früher oder später sehen wir so oder so etwas, was uns anspringen will. Ja, wie gesagt, ein Raum. Was war denn das? Raum 15 oder so oder 13? Da hat mich das Ding einfach angeschrien und kam angerannt. Ich bin in den Schrank rein. Die erste Tür, wo nicht direkt die andere. Oh, wait, was bist du denn? Aber im Schrank? Wo ist das Nope? Wo ist der Schrank? An der Seite sind ganz viele Schränke. Links und rechts, überall. Ist es noch da? Oh, es ist noch da. Ja, es ist. Okay, ich bin tot.
So. Ist es noch da? Ja, tot. Okay, war jetzt nicht so erfolgreich. They don't like to be stared at. Sie möchten nicht angeschaut werden. Es ist schwierig, weil die Also, bestanden nur aufs Auge. wieso bin ich jetzt gestorben? Weil ich. Warum bin ich? Hast du es auch angeguckt, dieses Augending? Nee, ich war im Schrank. Achso, dann weil ich gestorben bin. Play again. Ich muss gucken, ob es noch da ist. Ja, es war noch da und es war nicht erfreut, mich zu sehen. Es war nicht so smart. Ah, wir können ja was kaufen. Wir haben 8 Münzen, ne? Okay, reicht nicht. Bei mir reicht's auch nicht. Ja, man kann Taschenlampen und so Zeugs kaufen. Na, das wird noch nichts. Neuer Versuch. Vielleicht schaffen wir es nicht mal bis zu 10. Musik hier ist grausam. Das ist furchtbare Fahrstuhlmusik. Es ist auch sowas Fieses, wo man Geduld haben muss und ich habe keine Geduld. Fühle ich. Ist es weg? Nee. Jetzt? Nein. Mist. Okay. Hier sind überall so Schränke. Okay. Aber warum hat mich das gekillt, obwohl ich im Schrank drin gewesen bin? Das verstehe ich irgendwie nicht so Gleich, weil ganz. ich gestorben bin, bist du auch gestorben, weil ich bin aus dem Schrank raus, um zu gucken, ob es noch da ist. Und es war halt noch da. Wo waren das? Raum. Raum 8, 9 oder sowas. Aber ich glaube, es ist random. Und jetzt ganz anders aus. Oh! Hey! Wo kamst du denn jetzt her? Okay, da bin ich nochmal gestorben. Bist du jetzt auch noch tot? Ja. Okay, wenn einer stirbt, sind beide tot. Ich konnte so schnell gar nicht in den Schrank reingehen, wie das Viech da war. Immerhin krieg ich die Jumpscares ab. Du stirbst halt Ich krieg einfach. die genauso ab. Ich krieg die genauso ab, die Ach so, Jumpscares. hast auch dieses komische Fratzenviech gesehen. Ja. Aber die sind jetzt nicht so schlimm, Sind, also ja. Die es sind geht noch. okay. Oh, 0 Münzen, danke dafür. Ich habe 8 gekriegt. Warum Ja? hast du keine gekriegt? Keine Ahnung, weil ich aber blindlings in Monster reingerannt bin und dazu. Oder ich habe einfach falsch geguckt. Hey, sehe ich nicht muskulös aus? Ja, oder hier. Warum hast du so lange warten, bis die Tür aufgeht? Das ist irgendwie nervig. Man geht sie auch nicht direkt auf, man muss warten, bis die Animation fertig ist. Was für eine Animation? Es gibt ja nicht mal eine. Doch, das Gitter geht weg. Ach so. So, weiter. Neuer Versuch. Gibt es eigentlich Hinweise auf den Bildern? Eine kleine Gasse. Super. Mal gucken, wie weit wir es diesmal schaffen. Vielleicht schaffen wir es. Boah, hey, da ist ein Schloss davor. Seit wann war da ein Schloss davor? Wo ist der fucking Schlüssel jetzt? Müssen wir einen Schlüssel finden anscheinend. Jetzt gesagt, nee, lass mal lieber. Achso, das war zum Verstecken. Ich wollte den Schrank einfach nur aufmachen und gucken, wo der Schlüssel ist. Muss mir das gesagt, chillt lieber hier auf diesen Sofas, Ja. beziehungsweise auf diesen Sessel. Und die Key, ja, aber wo ist der Key? Wenn die Schublade aufmachen? Ja. Ah, ich habe den Key gefunden. Vom Prinzip ist sie ja relativ leicht. Einfach Türen aufmachen. Ja, Ach, hier, und das war. Hier laufen. muss man in den Schacht gehen. Ja, C. Crouch. Ups. Mal hier? Nö. Da. Achso, hier war das. Ich glaube, hier war ich schon mal. Hier ist irgendwo ein Hebel versteckt. dann kommen wir, nehmen den Wein und betrinken uns mit Wein. Ja, dann können wir, glaube ich, oben jetzt ist die Türe auf. Ja, guck hier.
Nun. Hier ist offen. Oh, da ist keine Nummer davor. Da ist sie. Hey, 8. War doch gerade 8, oder? 7. Okay, ich kann nicht zählen. Ich habe mich mit richtig gezählt. 8. Wir brauchen ja immer nur das Schild mit der Nummer. Wir können uns umgucken, wenn du möchtest, aber wir können auch einfach die Nummern lang gehen. Aber wir verlaufen uns nur, wenn wir die Nummern nicht lang gehen. Sieht irgendwie alles gleich aus. Ja, man kann ja auch gar nicht aufmachen. Ja, das ist ein bisschen verwirrend, aber ich glaube, das ist auch genau der Sinn der Sache. Boah, wir haben die 10 geschafft, da ist schon die 11. Wir sind, so weit waren wir noch nie. Wir haben jetzt gerade etwas Mitleid mit uns, oder? Ja, Ich höre was. Oh, sieht der furchtbar aus. Aber warum? Kam der von hinten? Ja. Ja, ich habe nämlich was gehört, aber ich konnte so schnell nicht reagieren. Die sind viel zu schnell, die Viecher. So schnell kann ich Ja. nicht nachdenken, dass ich was tun muss. Jetzt habe ich 14 Münzen gekriegt.